Platte kommt, der will vor. Papa Platte will vor. Marc Eggers, du bist scheiße. Hey! Ich hau dem in die Fresse. Hey, Elias ist hier. Hey! Hallo Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder draußen und zwar beim Boxkampf Trimax gegen Mickey. Ey, guck doch mal, die Schlange da. Durch Corona ewig nicht gesehen und das letzte Mal, dass ich so eine Schlange gesehen habe, da war Dagi noch mit Line zusammen und da waren Video Days und Flying Uwe hat als Newcomer einen Preis gekriegt, anstatt ich. 4, 3, 2, 1, let's go! Ich will nur sagen, Kamel hätte sich eigentlich hinten anstellen müssen, die drängelt vor. Ja, Frau Bra, die alle ficken wollen. Kurze Frage, ist ja endlich mal ein guter YouTuber-Boxkampf? Ja. Wenn du die Chance hättest, einen YouTuber, abgesehen von mir, in die Fresse zu hauen, wen würdest du gern schlagen? Bro, das ist super easy. Revi halt. Ja. Guck mal, er hat auch schon gesagt. Er wusste auch. Der schuldet mir noch Geld. Er schuldet mir 2,5K Revi. Wenn du das siehst, gib mir mein Geld. Ich habe einen Heidensieg. Ey, Bro, ich weiß nicht ganz. Doch, ich schau an. Ja, natürlich. Ey, Bruder, ja. Ich habe 2,5K beim Heidensieg gewonnen. Ich war Wildcarder. Wir haben uns alles zusammengetan. Revi, gib mir mein Geld, Mann. Ach, der guckt noch in die Kamera und sagt, du spast. Revi, du spast. Gib mir mein Geld, Alter. Jawohl, sehr gut. Oh, guck mal. Hey. Was geht ab? Na, alles gut? Ja, bei dir? Hat wieder gewonnen. Juri, du bist gewonnen. Gegen wen kämpfst du als nächstes? Weiß ich noch nicht. Erstmal Pause. Willst du Leon nochmal kaputt machen? Klar. Aber der kämpft jetzt nur noch mit Leuten seiner gleichen Gewichtsklasse. Hat er gesagt. Ich würde dir Chancen gegen so Miss Bella oder Dagi geben. Ich rede einfach nicht mehr mit dir. Das macht einfach gar keinen Sinn. Bruder, wir warten hier wirklich noch lange, ne? Wir stehen jetzt hier. Ich habe vorgedrängelt. Aber warte, ich kann das ganz gern. Achtung, Papa Platte kommt, der will vor. Papa Platte will vor. Komm, Kevin, geh vor. Komm, Kevin. Entschuldigung, Papa Platte ist da. Papa Platte, bitteschön. Jetzt bleiben wir auch nicht stehen. Bei mir im Video Marc Eggers. Jemand, der wirklich, so wie ich damals, dieses dumme Fragen stellen und über Sex reden sehr gut macht. Das aus deinem Mund, danke. Ja, ich habe schon Umfragen gemacht, da warst du, glaube ich, noch beim Supertalent tanzen. Oder warst du gerade bei Köln 50667? Am Ende hast du eigentlich alles für die Reichweite gemacht, oder? Krass. Aber der große Durchbruch war bei Ron und Nico Blasen. Nein, was fragst du denn heute? Ich frage wirklich die Leute, was sie auf dem Kontostand haben. Mich interessiert es nicht. Nee. Nochmal, was fragst du die Leute? Was sie auf dem Kontostand haben. Nein, was sie für einen Kontostand haben. Nein, was sie auf dem Kontostand haben. Sehr gut. Ich bin zum ersten Mal in der Langzess-Arena. Und da hauen die sich nachher auf die Mütze. Wir haben gute Sicht. Ich sitze genau hier. Hey Lisa, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich? Auf dem, was ich dabei habe. Okay, danke. Hey Camilla, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ich glaube, ich mache das Video einfach Marc Eggers auf den Sack gehen. Ein Vampir. Digga, hallo. Guck mal, wer da ist. Das ist der Grund, warum du nicht kämpfst. Ja, Digga, das ist der Typ, der mich mit fucking allem angesteckt hat, Alter. Wer mit Ron abhängt, der hat einfach von allem zu viel. Bruder, ich sag's dir ehrlich. Ich bin nicht dein Bruder. Guck mal. Kumpel. Aaron, ich will das Interview schon gar nicht mehr weiterführen. Erzähl doch mal, wie viel Geld hast du noch im Konto? Habe ich gerade gesagt, 14,90 €. Ah, okay. Draußen war so ein zerstörter, komischer Typ, der bei deinem komischen Versteckspiel gesagt hat, du schuldest ihm noch Geld. Der war sehr anstrengend. 1,500 € schulde ich ihm noch, ja. Der war sehr anstrengend. Ich habe ihm gesagt, warum betrügst du Fans? Revi, du Spaß, gib mir mein Geld, Alter. Jawohl. Hallo. Hi. Na, Jody, wie geht's? Boah, fuck you, Alter. Ich finde aber geil. Ich muss sagen, was seitdem ich dich gucke, finde ich gut. Du hast endlich auch einen Popschutz, ein Mikro. Ich finde ja diese ganzen Affen voll schlimm. Ich war genauso einer. Ja, ich weiß. Ich konnte es mir nicht leisten, weil mein Konto. Du hast keine 400 € gehabt. Aber nach Mykonos fliegen. Das ist teuer. Zum Popschutz? Nee. Doch. Dann hast du falsch angegriffen. Ich habe 5 Stück für 200 € gekriegt. Ich habe 2 Stück für 250 bekommen. Und das Mikro für 780 oder so. Ja, zeig mal. Hör auf! Tschüss! Mickey, Mickey, wegen dem sind alle hier. Guck mal, ja, Anklatscher. Hey, Mickey, hey. Trimax Boo, Trimax Boo, Mickey, Mickey. Prügel ihn windelweich, ja? Also wer jetzt, ich ihn? Du ihn. Ah, okay. Windelweich? Ja, windelweich. Ich gehe nach Sympathie. Oh, danke. Ja, jetzt alle bei 3, Marc Eggers, du bist scheiße. 1, 2, 3. Marc Eggers, du bist scheiße. Ja. Sorry. Wer hat das gesagt? Ja. Jetzt kommt ja. Ihr mit ins Video. Oh, das werden dann immerhin 20 Leute sehen. Warum rennt ihr denn noch jetzt rum? Müsst ihr euch nicht... Erstmal A, verkaufst du hier nebenbei noch Versicherung? Und B, warum rennt ihr denn noch rum? Ihr kämpft gleich. 21 Uhr. Ist ja noch Zeit. Haben wir noch 2 Kämpfe vorher. Soll ich euch die Schnittchen zeigen in der Join-Loge? Da gibt's so Schoki und alles.
Nee, danke. Kein Schoki? Stopp, Camilla, der will dich nur ficken. Endlich mal einer, der die Wahrheit sagt. Wenn du einen Zwacken hast, kann ich es noch viel schneller klären. Wenn Zwanni macht es. Ja, ich habe vorhin mit Marc Eggers geredet. Was ist das mit dem Mikro immer? Wieso? Warum hast du keine Keule? Na, nimm mal eine Hand, probier mal, das ist schön. Ich habe das meiner Penisgröße angepasst, Digga. Es muss genau so sein. Das ist meine angepasst. Was soll das jetzt heißen, Digga? Ich sag immer so, Marc Eggers denkt, er ist der geilste Street-Comedy-Unterhalter. Du bist weit vor ihm. Warum? Weil ich dich witziger finde und besser. Klar, ich bin die Eins. Dann kommst du und dann kommt lange nichts, dann kommt Eggert. Dann hat mich sehr gefreut, mein Lieber. Das war's schon, oder was? Ja, und ich komm später nochmal. Und du bist die Nummer 1, oder wie? Ja, du, ganz ehrlich, wenn du meine Million Abos hast, hast du den schon? Nee, ich hab eine halbe. Wir sind jetzt am Ring und hier sind die ganzen Stars. Ah ja. Ah ja. Endlich. Endlich. Ja, das ist der alte Mann da. Geh weg, alter Mann. Hey, kein Fackelmann mehr, ne? Auto.de zahlt mehr, weißt du? Auto.de ist für Kartenträger das neue Steak. Und wie ist der Kampf bis jetzt? Hey. Ich setz mich mal zu dir. Mega, Alter. Ja? Der erste Kampf war eine komplette Metzgerei. Ja. Mach selber so, halt, stopp! Im Video sind wir vor dem Kampf. Freust dich auf den Kampf? Ich freue mich riesig auf den Kampf. Geil. Zweiter Kampf. Jetzt ist er schon gelaufen. Zu schnell. Welchen YouTuber würdest du denn gerne mal in die Fresse hauen, ohne Ärger zu kriegen? Der alte Mann hat ein bisschen viel getrunken. Jetzt mal ehrlich, ein richtig ein fairer Boxkampf. Wer gewinnt? Zwischen uns. Ja. Ich hau dem in die Fresse. Und ich spucke und ziehe an der Haare. Pedro! Was geht ab, meine Damen und Herren? Mein Name ist Pedro. Alles gut? Nein, weil ich dir morgen Geld geben muss. Ja, wie mal, du warst vor ein paar Tagen hier, da war die Lanxess Arena ausverkauft. Ja. So wie ich dich jetzt gerade angucke, hast du bei jedem Gast einen Schokobon gegessen oder was ist los? Bin ich so weg? Ich hab echt zugenommen, du hast recht. Hast du das Geld bei? Nee. Ich würde die Kette so lange nehmen. Denkst du im Ernst, ich gebe dir dein Geld nicht? Was? Schätzt du mich so an, dass ich dir dein Geld nicht gebe? Niemals, du bist reich. Hau mal direkt den Smilodogs-Code drauf. Ja, mit dem Code Aaron30 hat man Mindestbestellwert von 80 Euro gespart. Jetzt 30%. Kannst du mal zu Knossi gehen und sagen, wenn er nochmal dumm zu mir ist, haust du mir die Schnauze? Okay, mach ich. Ey, Digga, ich soll nochmal sagen von Aaron, ne, wenn du nochmal dumm kommst, soll ich dir in die Fresse hauen. Kein Problem, darfst du, Alter. Mein Lieblingsmoderator, ich freue mich, dass du mal auf meinem Kanal bist. Ja, gerne, hallo. Ich kann immer nur wieder sagen, meine Lieblingsgeschichte, ich dachte, du wirst der zweitbeste Schlag den Star-Moderator, aber du warst so gut, ich weiß nicht, wie der andere hieß, dieser da bei der ARD, der Lappen. Danke dir. Hey! Ach, Aaron! Hallo! Das Video wird ein bisschen unsympathisch, deswegen geh ruhig. Hallo, da ist der Mann mit den zwei Gesichtern. Mr. Süß und Michael Smolik. Du bist ja lustig drauf heute, Aaron. Wie lange hältst du diesmal? 3 Jahre? Boah, du bist ein Arschgesicht, ich hasse dich. Es wird mal Zeit, dass man wieder vorbeikomme und dich in deiner eigenen Challenge besiege. Ist das dein Kameramann? Ja. Ah, deswegen sind die Videos so, erklärt einiges. Ja. Welche Werbung hast du heute für uns? Clark, Anyfin, Rhino Shield, alles was geht. Was ist denn los mit deiner Stimme? Ich habe ein paar Troschis zu viel getrunken. Oh, sponsert bei Troschi. Mit dem Code Dave kriegt ihr im Kioskshop 10%, 15. Oh, aber du kriegst nichts ab. Scheiße. Dafür kannst du mal bei mir arbeiten, wenn du Geld brauchst. Ja, aber ich 15% auf Rechnung oder 5 schwarz? 15 Euro auf Rechnung oder 5 schwarz? Oh, Schwarzgeld ist gut. Ja. Da bin ich dabei. Ja. Hey, mein Lieber, ich saß gerade oben mit Join. Ja. Würdest du gegen Flying Uwe kämpfen? Ja. Ich mach das jetzt klar. Weil die sagen, du sollst gegen irgendeinen Influencer kämpfen, ja? Weißt du, gegen wen sollst du kämpfen? Du bist eine Maschine. Ich würde dich verprügeln, aber alle anderen schwer. Ey, jetzt mal ehrlich, übrigens, da hinten sitzt Revi. Jetzt reden wir gleich auch nochmal. Boah, ist das geil. Ich hab Geburtstag. Axel, geh mal einfach nur zu dem, beiden hin und sag, dass es Luschen sind. Mach doch mal, sag mal, Amadou Lusche. Axel, schubs ihn einfach. Ey, Axel Schulz hat Amar geschubst. Aaron, hey. Ey, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Ey, könnt ihr mal eine Szene von Berlin Tag und Nacht nachspielen? Du knallst ihm eine und dann sagst du, aua. Du weißt doch nicht mal, in welcher Stadt wir sind, oder? Nein, ich guck die Scheiße nicht. Du gegen Fabio Schäfer. Ja? Im Ring boxen. Ja, wir haben schon uns eben unterhalten. Nee, ich hab das ja jetzt klar gemacht. Du gegen Fabio Schäfer. Gebt euch die Hand. Wir haben uns doch. Ja. Wir haben uns live auf Join. Wir sind voll connected hier, mal. Was ist dein Kampfgewicht so? 78. Ja. Also aktuell wiege ich 77. 76. Ja. Hey, Elias ist hier! Hey.
Wie unangenehm. Ja, oder? Ich hab's gemacht. So, meine Lieben, es war schön, mal wieder allen auf den Sack zu gehen. Das habe ich wirklich die letzten Jahre vermisst. Jetzt gucke ich mir den Kampf an. Man könnte übrigens ein Trinkspiel machen. Immer wenn Marc Gebauer sagt einen kurzen, dann bist du richtig voll am Ende. So, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir gucken jetzt den Kampf und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder auf dem Event, zum Beispiel der Comic-Con. Entzündet den Trashy-Tornado. Wie alle weg. Durch Trashy bumst sich doppelt so viel Frauen wie Inscope, weil er